Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video kann ich die neue Power Liga vor allen anderen spielen. Ich würde sagen, wir gehen ins Game. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, was Münzwurf, WTF, großes Team beginnt. Alter, wie krass ist das bitte? Und der sieht ultra krass aus, Schmugglerin Penny, Leute. Hier sehen wir ihn nochmal auf jeden Fall. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es ein richtig krankes Video. Und zwar können wir heute die neue Power Liga vor allen anderen spielen. Mega, mega heftig. Endlich kann ich es auf jeden Fall auch zeigen. Ist mega cool auf jeden Fall. Vielen Dank an Supercell, dass du es zeigen darf hier auf dem Dev-Bild. Und zwar sehen wir hier eben die neue Power Liga. 3 vs. 3 Ereignisse. Wir können hier erstmal auf dieses i klicken und sehen hier schon Power Liga, Spielmodus und Map zufällig und so weiter. Nochmal das Ganze erklärt. Ich werde euch das Ganze natürlich auch nochmal gleich erklären. Genau, das ist so heftig. Man kann hier wie gesagt solo und als Team rein. Wichtig ist natürlich, dass es nicht solo Showdown, sondern es ist einfach nur, ihr seid ein Random, spielt mit Randoms gegen Randoms oder ihr spielt als Team gegen ein Team. So ist es quasi faireres Matchmaking, dass ihr nicht gegen ultra krasse Teams antritt. Ich werde jetzt mal Solo auswählen und hier kann man noch auf diesen Button drücken, auf diesen hier. Und dann sieht man eben, wie weit man insgesamt gekommen ist bisher. Ne? Deine Belohnung zum Saisonende wäre jetzt 500 Starpunkte standardmäßig scheinbar. Und die kann auf jeden Fall hochgehen bis zu, oh mein Gott, oh, 50.000 Starpunkte, wenn man den heftigsten Rang erreicht. Masters heißt der ja, glaube ich. Und hier unten sehen wir auf jeden Fall auch schon Spiele diese Saison, 5 Matches. Und dann kann man die Kaufoption für den Skin Penny, also für den Penny Skin freischalten. Ist also relativ easy, den zu bekommen. Oder erreiche diese Saison den Gold 1 Rang. Ne? Auf jeden Fall auch. Und dann ja, hat man auch eine Belohnung. Spiele diese Saison 3 Matches, dann hat man auch diese Belohnung. Sieht echt interessant aus. Wir haben hier auch die besten Listen am Start. Da ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel drin, aber ich würde sagen, Leute, wir versuchen einfach mal ins Matchmaking zu gehen. Ich hoffe, dass da jetzt Spieler drin sind. Lasst unbedingt ein Like da für dieses heftige Video. Wir gehen auch mit Stu rein. Let's go, Mann. Und ja, wir sind in einem 4 von 6 Matchmaking. Oh mein Gott, und ihr seht schon, dass das Ganze auf jeden Fall ein zufälliger Modus tatsächlich ist. Wahrscheinlich dauert es jetzt noch ein bisschen. Das heißt, wir sehen es gleich, wenn auf jeden Fall 6 von 6 drin sind. Oh mein Gott, Freunde, es geht los. Und zwar, oh mein Gott, was Münzwurf, WTF. Rotes Team beginnt. Alter, wie krass ist das bitte? LOL. Ich bin hier zum ersten Mal drin in dieser Übersicht. Und okay, wir sind auf jeden Fall mit Notchiova und Becca. Und LOL, die Gegner sind einfach OJ, CodeBFA und Danny. Oh mein Gott, das ist der richtige Danny, glaube ich sogar. Wir sind ja hier auf dem Deathbild. Okay, wir haben Sprout gesperrt, Digga. Ich habe gar nichts verstanden, Mann. WTF. Okay, Becker wählt. Ah, lol. Okay, Becker kann jetzt auch einwählen. Deine Wahl. Oh mein Gott, ich drücke jetzt einfach auf... Keine Ahnung, Digga. Ich drücke jetzt einfach auf Jesse. Wählen. Ja, gewählt. Oh mein Gott. Ich habe gar keinen Plan, was ich hier mache. Oh mein Gott, ich hätte ja einen Brawler auswählen müssen. Lol, das ist so lost. Ich hab's komplett verhauen, Mann. Ich hab es einfach komplett verhauen. Ich habe nichts verstanden hier gerade. Becker hat auf jeden Fall die Boxen genommen. Das ist deutlich schlauer, schätze ich jetzt mal. Notchiova. Digga, ich dachte, ich muss einen Brawler bannen. Auf einmal musste ich meinen Brawler hier auswählen. Lol. Okay, interessant, Alter. Okay, er hat Bo genommen. Okay. Lol, wähle deine Star Power und dein Gadget. Wie krank ist das, Junge? Okay, energetisiert. Ich mach mal Schocki einfach und... Ja, die Verlangsamung. Wir haben jetzt komplett eine Lost Comp auf jeden Fall gegen die anderen. Aber wie krank sieht das bitte aus? Wirklich heftig. So, und es geht los und... Oh. Oha, let's go, Mann. Wir starten rein, Freunde. Runde 1. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hätte eigentlich gerne Stu genommen, aber egal, Freunde. Was soll ich machen? Ich habe es halt komplett verpeilt. So, weil, ja, man muss ja auch sagen, ja, okay, OJ hat jetzt Stu, Digga. Das ist ja, ich habe das nicht verstanden, Mann. Ich habe jetzt einmal random gedrückt, Junge. Irgendein. Okay, wir werden natürlich trotzdem versuchen, hier zu gewinnen. Es ist halt Kopfgeldjagd jetzt natürlich auch geworden. Das ist natürlich nicht so gut wie, Oh, ich habe ihn. Let's go. Ich habe ihn. Warte, Code BFA. Ich weiß gar nicht, wer das ehrlich gesagt ist. Oh, hier ist Danny. Oh, let's go, Mann. Und nochmal hier das Geschütz. Oh, es ist doch, glaube ich, ganz gut, dass ich Jesse genommen habe. Wir sind vorne. Ich habe auf jeden Fall gut rasiert, muss ich sagen. Oh, ich habe nochmal den Danny geholt. Okay, nice. Oh mein Gott, Freunde. Das ist auf jeden Fall
Da ist auf jeden Fall hier ein Geschwitze, sage ich euch. Aber es macht sau Bock, Alter. Bin mal gespannt, wie das dann gleich aussehen wird. Okay, oh. Nein, oh mein Gott. Okay, schade, schade. Aber let's go. Wir sind 16 zu 13 vorne. Leute, ich versuche auf jeden Fall jetzt mein Bestes. Ich fühle das gerade so anders, ne? Muss ich echt sagen. Das ist übrigens die allererste Power League-Runde. Natürlich auch die Spiele, ne? Also ich habe es noch nie probiert, deswegen war ich eben auch so verwirrt. Man muss da eben nämlich seinen Brawler auswählen. Ich dachte, dann hat den ja vorher schon ausgewählt, aber nee. Das ist echt geil. Das heißt, man kann ja danach bestimmen, sozusagen, welchen Brawler man spielt, nachdem Map und so weiter ausgewählt wurde. Das ist auf jeden Fall cool. Okay, 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 okay. Nein! Oh mein Gott! Dieser Dash immer, Alter. Dieser Dash. Nein! 20 zu 21 liegen die vorne. No way, Mann. No way. Okay, komm, komm, komm. Nein! Nein! 25 zu 22 haben sie gewonnen. Aber GG, das war schon mal LOL. Oh mein Gott. Okay, das erste... Ja, okay, die haben schon mal den ersten Punkt. Und LOL, es geht direkt weiter. Ach, LOL, okay. Jetzt geht's direkt weiter mit Runde 2. Wie heftig ist das? Okay, das wusste ich nicht, dass das so ist. Ja, aber ist auf jeden Fall interessant. Muss ich sagen, muss ich sagen. Oh, komm, komm, komm. Nein. Nein, er ist so low, Mann, WTF. Aber eben hat es ja ganz gut geklappt sogar, muss man sagen. Ja, ich habe einfach, wie gesagt, oh nein, random irgendeinen Brawler genommen. Oh, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, er hat Code OJ. Nice, sehr, sehr gut, Leute. Okay, 10 zu 5. Junge, ich hätte so gerne Stu genommen, aber egal, was soll ich machen. Es steht 12 zu 12. Komm, wir müssen das schaffen. Es wäre so nice, wenn wir hier nochmal ein 1 zu 1 erstmal rausholen, Leute. Let's go. So, boom. Okay, ich habe irgendwie gar niemanden getroffen damit. Das ist auf jeden Fall komplett RIP. Ja, okay. Oh ja, let's go, wir liegen vorne. Jetzt können wir ein bisschen auf safe eigentlich sogar spielen. Oh mein Gott, okay. Haha, let's go. Und komm, ihn vielleicht nochmal. Wäre nice, nein, 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 nein. Und komm, ja. Ich habe, glaube ich, nochmal einen Kill, gut. Ja, komm, komm, wir liegen vorne, wir liegen vorne, wir liegen vorne. Yes, Digga, let's go. Okay, da ist der Win am Start. Sehr geil. Oh mein Gott, es steht 1 zu 1. Wer wird gewinnen? Und okay, die finale Runde auf jeden Fall. Runde 3. Sehr, sehr krank. Alter, das ist so heftig gemacht, Mann. Okay, jetzt bin ich echt sehr, sehr gespannt. Okay, okay. Und boom. Ja, nice, da ist der Kill. Sehr krass. Okay, wir liegen 3 zu 0 vorne, Leute. Wir können es wirklich schaffen. Wir können es wirklich schaffen. Okay, sehr, sehr krass. Ich habe mich hier ein bisschen vercampt, ehrlich gesagt. Aber, und jetzt throw ich das Geschütz rein. Nein, 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 ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, nein, okay, das war so lost. Egal, aber wir liegen vorne. Wenn wir es jetzt auch safe spielen, nicht wie ich gerade eben, dann haben wir auf jeden Fall noch eine gute Chance, würde ich sagen. Eieiei, oh mein Gott. Junge, das ist so spannend. Ich will auf jeden Fall gerne meine erste Pauli-Runde natürlich auch gewinnen. Nein, ich hätte... Oh mein Gott, ich hätte den Kill machen können eben. Okay, 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 let's go, Freunde. Jetzt hier nochmal die Hits raushauen, ja. Okay, oh mein Gott, wir liegen vorne, come on. Nein! Was? No way! Bitte, 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 nein! WTF, das war so knapp, Junge, als ob wir verloren haben, Mann. So, wir haben verlassen gerückt, Freunde, auf jeden Fall den Endscreen, der war irgendwie noch ein bisschen verbuggt, den durfte ich noch nicht zeigen. Und jetzt sind wir hier auf jeden Fall, oh, ein bisschen weitergekommen sozusagen, wir haben ja unten so ein bisschen die Quest so langsam abgeschlossen. Sau, sau krass, Alter, ich fühle das auf jeden Fall, ihr habt gesehen, wie das so ungefähr jetzt abläuft, ne? Jetzt sind wir hier ein bisschen weitergekommen, am Anfang natürlich geht das wahrscheinlich schneller und dann immer ein bisschen langsamer. Jedenfalls könnten wir jetzt nochmal in diesem Video, Freunde, euch den neuen Smuggler Penny Skin zeigen. Weil, ja, den kann man ja sicher auch gönnen. Und der sieht ultra krass aus. Schmugglerin Penny, Leute. Hier sehen wir ihn nochmal auf jeden Fall. Sau, sau heftig. Komm, den spielen wir, würde ich sagen, auch nochmal direkt. Ausprobieren drücken wir mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der auch so nice Effekte hat oder eben nicht. Okay, ah, sieht interessant aus. Und lol, was? Der hat ja sau krasse Effekte. Lol. Okay, der ist heftig, Leute. Und der kostet ja 25.000 Starpunkte, das heißt, den kann man sich ja Free-to-Play auch sozusagen gönnen. Alter, der Junge, der ist so heftig. Ich bin mal gespannt, wie dieses Turret auch aussieht. Oh mein Gott, wie krank ist dieser Skin, Mann. Das ist ja sau nice. Diese, ey, das sieht einfach aus wie diese Kugeln von Jesse, aber als Geschütz, ne?
Sehr, sehr krass. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich hier... Oh, achso, okay, nee, das sind noch normale Bomben. Vielleicht wird das auch noch überarbeitet. Der sieht sauheftig aus. Wie gesagt, der kommt dann direkt mit der Power League Season raus und kostet 25.000 Star-Punkte. Sehr, sehr krass. Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt nochmal ein Like da. Wir sehen uns und damit ciao. Ciao.